So, wir stehen jetzt hier bei Leica und möchten euch heute einen Teil integrieren vorstellen von Leica mit einer Länge von 7,40 m, der EcoWIP L4009DS. Eine sehr gängige Größe, ja. Sehr beliebte Größe. Und auf Fiat. Auf Fiat mit einem Grundriss von bis zu 4 Personen. Wir finden es ein sehr gelungenes Fahrzeug, auch vom Design her ansprechend. Hier trifft Qualität auf italienisches Design. Ne? Das hast du aber schön gesagt. Wir laufen einmal außen rum mit euch. Wir kommen jetzt zu einer großen Heckgarage. Kann man belasten mit bis zu 250 Kilo. Hier sind ein paar Klappen, Serviceklappen für die Technik. Das ist dann in der Mitte. Soll ich da mal reingehen? Geh mal rein. Ach, da kann man einladen. Das ist ein ziemlich großes Fach. Oh, ja. Und hier ist auch ganz viele Fächer. Können wir mal von der anderen Seite noch reinschauen. Steckdose vorhanden. Hier haben wir die Entleerung für den Abwassertank elektrisch. Nicht schlecht. Ja, Leica lässt sich da nicht lumpen. Hä? Für die zwei zusätzlichen Sitze während der Fahrt in der Sitzgruppe findet ihr hier in der Heckgarage die zwei Rückenlehnen mit Kopfstützen, ja, die da dann da zum Umbauen ist, damit ihr mit 4 Personen auch unterwegs sein könnt. Hier in der Mitte ist die Box von Fiat. Ich glaube, ein Wagenheber drin und ein bisschen Werkzeug. Ja. Alles gut verstaut. Wir haben Torschienen. Ja. Da kannst du dann fahren, ja, mit 1, 2, 3, 4, 6 Ösen. Ne? Bei dem Modell hier haben wir jetzt eine Fahrradklappe. Fahrradhalterung von Fahrradträger für 4 Fahrräder. Hier können wir leider gar nicht aufmachen. Hier ist aber eine kleinere Klappe, sehe ich gerade. Habe ich von innen gesehen, ja. Kannst du noch mal von innen zeigen? Ich doch noch mal reinschlüpfen. Schlüpf doch du mal rein. Ja. Kann man schön alles verstauen hier drin. Heckgarage ist auch beleuchtet, hä? Ja. Heckgarage hat einen Lichtschalter, auf der anderen Seite gibt es auch einen Lichtschalter. Also man kann das auch wieder auf der anderen Seite ausschalten. Richtig. Nur ein Schloss. Dann muss ich rumdrehen. Und dann reindrücken, dann schließt er ja ab. Da kommt der nächste nochmal rein. Also. Ne? Mit Gasfeder. Schön. Dann laufen wir mal rein. Hier am Eingang haben wir schon einen Mülleimer. Finde ich immer ganz praktisch, wenn man von außen da auch ran kann. Wir machen da mal zu. Schön. Fangen wir mal vorne an. Soll ich mich mal dahin setzen? Setzt du dich mal dahin? Ich tue immer gern Probe sitzen für euch. Oh, ja, bequem. Sehr bequem. Kann man nichts sagen. Nee. Ja, man kann den Sitz ja noch weiter zurückschieben. Ja. Also, wie ihr seht hier, mit dem ganzen Chassis ist auf Fiat. Mit den ganzen Assistenzsystemen. Und Automatikgetriebe. Automatik und Navigation finden wir hier. Das Scenic. Scenic 3786 sehe ich gerade. Steht da drauf. Also ist schon recht groß das Display. Hier ist eine schöne Ablage. Schönes Panoramafenster. Natürlich auch abdunkeln können, dass mir bei der Fahrt nicht gebraten wird, wenn die Sonne
reinknallt. Das Ganze natürlich auch mit Fliegengitter, ne? Ja. Also eine Ablage finde ich immer schön. Ich wiederhole mich, gell? Ablagen sind schön. Das hier ist gar nicht schlecht gemacht. Ganz sauber verarbeitet. Das ist schön mit Stoff überzogen. Wie das aufgeht. Oder ob das aufgeht. Ja, das geht auch. Wow, guck mal, wie das gemacht ist. Ja, das dass man da sogar ein Staufach hinkriegt. Schau ist, mal. Ja. Krass. Ich habe gerade kurz überlegt, ob man es überhaupt aufmachen kann. Aber ja, man muss nur wissen, wie. Technik. Ja, die Truma Einet-Box ist hier rechts verbaut. Das ist eine Fernsteuerung für die Truma, oder? Der hat sogar eine alte Heizung hier drin. Nicht schlecht. Und das andere war die Steuerung für die Satellitenschüssel. Jetzt schaut mal. Also hier ist eine 80er Schüssel drauf, weil das Steuergerät gehört zu der Satellitenschüssel. Ja, ist aber Sonderausstattung. Schau mal, über uns befindet sich ein Hub, also über mir. Über mir befindet sich ein Hubbett und ich kann trotzdem drunter stehen mit meinen 1,73. Und du? Geht eigentlich auch noch. Ja. Ich habe noch 5 cm Platz und ich bin 1,86. Nur meine Haare sind so hoch. Also das finde ich toll, weil wenn man sich unter dem Hubbett auch noch bücken muss, schaut euch das an, wenn da ein Wohnmobil mit Hubbett raussucht. Ja, wenn man das dann muss so bequem sein. Wenn man ständig aufpassen muss, dass man sich beim Durchlaufen der Kopf nicht anhaut, das macht keinen Sinn. Das ist kein guter Kompromiss. Ja, es geht eben immer so klar. Mhm. Hat man dann unter dem Hubbett auch noch. Wir haben hier diesen, dieses. Witzig. Ein anderes Verschlusssystem, ja. Ja. Also die, wenn du das Hubbett runterlässt, kommt der Schrank natürlich mit runter. Aber das ist nicht schlecht. Du musst bei der während der Fahrt nicht nur mal gucken, dass du alles zu hast. Das ist gut. Hier mit seitlichen Schiebefenster. Ja. Weil ein Fenster zum Öffnen würde ja hier keinen Sinn machen. Wenn die Tür nämlich rumschlägt, ist das Fenster nämlich kaputt. Ja, das wäre nicht so gut. Und hier seht ihr die kleine Sitzgruppe. Ganz praktisch mit dem Tisch wieder. Zum Durchlaufen einfach zusammen klein machen. Den kannst du zu dir ziehen. Und zum Essen. Musst du das hin. Und zum Essen einfach rausziehen hier unten. Ja, kann man noch verschieben, wie man es haben möchte. Kann man den auch drehen? Sehr schön. Kann man den auch drehen? Ich überlege nee, gerade. Ist fest. Okay. Den kannst du aber verschieben noch nach vorne oder nach hinten. Da musst du da musst du den Hebel wieder lösen. Da geht's leichter. Also hier unten befinden sich Hier unten befinden sich der Hebel. Genau. Könnt ihr wenn der unten ist, dann lässt sich das auch leichter schieben. In alle Richtungen noch bis zur Küche. Ungeschmeidig. Und jetzt pass mal auf. Ja. Jetzt schiebt noch mal nach hinten. Das geht sogar vorbei. Ja, dass man da nichts. Dass er da nicht anstoßt. Ja. Aber bei der Sitzgruppe links und rechts ist ja ein 4-Personen-Fahrzeug. Kann man das noch umbauen? Links und rechts jeweils ein Sitz, ein 3-Punkt-Gurt. Ja, also hier befindet sich ein Gurt. Muss man da natürlich ein bisschen umbauen, weil der da doch noch. Ja, habe ich ja gerade erwähnt, dass man es umbauen muss. Das ist auch das Zeichen. Wie auf der anderen Seite. Satellitenbedienung. Das Leica Bedienpanel. Und wir haben hier die alte Heizung drin. Richtig. Ja, die 3020. Das da oben ist noch ein USB-Anschluss für. Da drunter ist der Fernsehanschluss. Hier ist ein Fernseher angebracht von Teleco. Den kann man rausziehen, drehen, aber dann hat man den halt hier drin im Raum stehen. Das ist ja bei vielen anderen Marken auch der Fall. Das finde ich immer nicht so toll. Also ich weiß nicht, wenn ich den Fernseher rausfahre und drehe, dann. Dann komme ich ja nicht mehr. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht hängen bleibe. Also ich würde da einen kleineren Fernseher wählen. Würde ich eher einen kleineren Fernseher wählen. Ja. Was eigentlich auch reicht auf die Entfernung. Gut, aber jedem, wie es gefällt. Ne?
Also große Fernseher ist natürlich toll, aber wenn der da dann im Weg steht, dann ist das nicht so toll. Genau. Hier haben wir sogar ein Fenster an der Tür. Und den Mülleimer an der Tür. Den habe ich schon gezeigt beim Reinlaufen. Aber das... Ich finde den ist toll, weil man kann auch von außen hin, aber von innen musst du dich halt ziemlich bücken. Wobei, du musst dich auch bücken, wenn er hier in der Küche ist. Hat aber noch einen Nachteil. Hat noch einen Nachteil? Wenn das Fliegen geht dazu ist und die Tür weh zu ist, das Fliegen geht da hin. Ach so, das ist natürlich... Ja, stimmt. Hat immer alles Vor- und Nachteile. Das geht natürlich nicht, ne? Ja, das ist aber nicht nur wegen Mülleimers, wegen der ganzen Türe so. Die geht da nicht vorbei. Ja. Genau, da müsst ihr aufpassen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Aber hier auch Gasfeder drin. Also normalerweise sollte die vom Wind nicht zufallen, also. Wenn da Gasfeder drin ist. Da kommen wir zu der kleinen, aber feinen Küche. Was als erstes mir auffällt, ist die Aussparung. Die finde ich klasse. Die würde ich so nach hinten machen, wenn ich hier arbeite. Dann kann ich ja noch was ausgießen. Finde ich dann immer ganz praktisch, weil dann kann man das halt als Arbeitsbereich benutzen. Wir haben hier noch einen 3-Flammen-Kocher von Tedford. Auch ganz nette Griffe. Ja, zu den Schubladen. Was ich hier also. Bis 15 Kilo belastbar. Also hier sind richtige Auszüge drin. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber. Da kann ich vergoldetes Geschirr mitnehmen. Für 15 Kilo. Ja gut, ist jetzt nicht nur für die Schublade, sondern für alle Schubladen. Du musst erst reindrücken, genau. Ja, das bin ich noch nicht ganz gewohnt, Entschuldigung. Ja, also das ist schon sehr stabil. Die Knöpfe sind nicht schlecht. Wieder zu drücken. Hier unten ist jetzt ein kleineres Fach. Das klingt nicht so nach Plastik. Nee, das klingt ist wertig. Ein bisschen reindrücken, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich ja nichts kaputt machen möchte. Und mich natürlich auch nicht so gut auskenne mit dem Fahrzeug. Noch eine Schublade. Da steht jetzt dran. 15 Kilo. Auf 15 Kilo. Ist das eigentlich Selbsteinzug? Nee. Nee. Auch nicht? Doch. Doch. Selbsteinzug. Ist noch zu neu. Steckdose haben wir hier. Licht. Für die Kaffeemaschine. So. Hier haben wir zwei tiefe Schränke. Hier ein kleines Schränkchen noch, weil es ja noch unter dem Hubbett ist. Ja. Schön. Auf der anderen Seite haben wir einen großen Schrank. Muss ich gerade aufpassen, dass das Messer liegt. Ja. Gefrierschrank. Dometic. Der bekannte Dometic-Kühlschrank, den man von beiden Seiten öffnen kann. Das ist aber ein Absorber, ja. Noch eine Schublade. Sehr schön. Ich finde das auch vom Holz her eigentlich. Fühlt sich gut an. Du, was haben wir hier unten noch? Guck mal, da sind noch zwei. Habe ich was vergessen? Zwei Fächer. Habe ich was vergessen? Zwei Klappen oder Serviceklappen. Oh, nee, wow. Da passt der Wasser. Nee, da passen Weinflaschen rein. Aber es ist aber echt tief. Okay. Ja, so cool. 1,50. Hey, jetzt, warte mal, hebt noch mal hoch. Du kannst echt dick getränkt, gell? Dann schau dir mal an, wie dick der Boden ist. Ja. Gott, hier. Das ist verrückt, oder? Bei dir haben wir auch noch eine Klappe. Oh, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay. Noch eine. Echt cool. Für
meine Frau wäre das jetzt für Schuhe. Ja, definitiv. So, und dann haben wir noch da, das ist noch eine. Ach, die dazwischen? Ne, die da. Die da. Die da. Wo du mit dem Knie drauf hast. Das ist jetzt eher. Ah, da ist die Aufbaubatterie drin. Und ein bisschen. Du meinst, die gehört da rein? Die gehört da rein, ja. Mhm. Okay. Die ist gerade nicht drin. Oh, jetzt hab ich mich irgendwie gerade verkantet hier. Also nochmal. So, Deckel wieder zumachen. So. Immer. Das ist auch schön, das bleibt vielleicht nicht hängen. Die habe ich gar nicht gemerkt beim Laufen. Aber der Boden ist schön, ja. Mhm. Die Farbe gefällt mir. Finde ich auch schön. Ich gehe mal duschen. Dann eh die Schuhe auslassen. Ich muss ja schließlich noch Probe legen. Und Probe duschen. Das macht man hier nach außen. Muss mal gucken, wie das ist. Ziemlich weit raus, okay. Und ist das dicht? Ja, das sieht dicht aus. Oh, man kann hier reinfilmen. Das haben sie extra für uns gemacht. Guck. Nee, Witzbold. Da hat wohl jemand. Nee, die Scheibe ist kaputt gegangen. Das war hart. Aber das ist geschickt, da kann ich da runterfilmen. Sehen, okay, kannst du gucken, ja. Gut. Und? Ja, es ist jetzt nicht riesig, muss man schon sagen. Ja, es ist ja auch nur ein kleiner Teil integrierter. Ja, es ist nicht riesig. Und du hast hier noch die. Ich gucke, dass ich hier wieder rauskomme. Also es reicht zum Duschen, ja. Aber das kommt natürlich auf die Statur an. Und hier hinten hat man noch vom Radkasten hier sein, dann hat man hier halt nicht so viel Platz. Ja. Es ist ausreichend. Das ist auf jeden Fall, ja. Was ich gut finde hier, die vielen Fächer. Da passt ja genug. Also für vier Personen hat ja jeder sein eigenes Fach. Nicht schlecht, ne? Mhm. Ach, das da. Ja. Das ist ja. Mhm. Okay. Das ist ja ein Raumbad hier. Wir können die Türe hier aufmachen von der Toilette. So. Und hier einhaken. Dann hat man hier natürlich, wenn man hier jetzt drin ist. Ah, das reicht aber auch völlig aus, guck mal. Absolut. Also man kann hier auch bei geschlossener Tür auf Toilette gehen. Man hat hier genügend Platz. Aber natürlich so nach dem Duschen zum Umziehen hier die Tür zumachen. Zum Anziehen wäre das natürlich schon praktisch. Hier ist ein Klorollenhalter. Hier ist die Spülung von Tedford. Zahnputzbecher, warum haben wir denn nur ein Zahnputzbecher? Für so viele Leute. Für viele Leute, ja. Aber gut, die kann man sich ja auch nachkaufen bei Leica, dann kann man da noch welche anbringen. Handtuchhalter haben wir hier. Hier oben hat man noch einen Handtuchhalter. Zwei große Spiegelschränke. Kann man genug verstauen. Ah, hier geht es auch noch auf. Hier hat man auch noch einen großen Schrank. Da war noch mal auf. Da war die Hauptsicherung drin. Da oben. Und am Waschbecken. Was haben wir da für einen Schalter? Wo denn? Der? Licht. Und hast du. Ja, sehr schön. Klorollenhalter. Habe ich schon gezeigt. Mhm. Mhm. Okay. Habe ich schon gezeigt. Meine Schuhe stelle ich mal da rein, ich will die nicht vergessen, oder? Wenn ich wieder rausgehe. Warte, jetzt machen wir halt die Tür, dass ich da durch kann. So. Sonst wird das nämlich nichts. Wir haben hier die Treppe fürs Bett. Und dann lege ich mich mal hin. Oh ja. Ja, und du haust ja auch nicht den Kopf an. Schau mal. Kannst du dich hier hinlegen? Setz dich mal hin. Im Leica. Ah ja, das ist ja. Kann ich mich ja aufrecht machen, ja, und habe immer noch Platz. Ich kann ja auch noch. Ja, total. Ich habe noch 10 cm Platz. Ja, und das, was ich echt schön finde, ist, du haust dir echt nicht den Kopf an, egal wie. Das ist gut gemacht. Das da hinten? Ich kenne es noch von unserem ersten Teil integrierten, den wir gefahren haben, habe ich mir ständig den Kopf angehauen.
Ja, ja, weil die Schränke so weit, vorstanden. Ja. Ja. Hier hat man ein schönes Fach, hier könnt ihr euer Handy aufladen, hier ist eine Ladebuchse. Befindet USB. Sich auf der rechten Seite genauso. Ich filme da mal rein. So. Dann haben wir hier hinten im Heck zwei schöne Klappen. Hier drin sein. Zieh, einfach ziehen. Ich traue mich immer nicht so. Jetzt. Nicht, dass ihr denkt, dass es schwer aufgeht, aber ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich nicht gewohnt bin, diese Griffe. Die Scharniere sind auch sehr stabil. Die Leselampen sind auch süß. Ach, hier. Wir haben ach, hier ist eine Ambientebeleuchtung, guck mal. Ja. Sehr schön. Das haben wir hier auch. Ja. Auch hier hinten ist der. Was ist das hier? Da passiert nichts. Okay. Wahrscheinlich abstellt wegen Messe. Hm. Messebetrieb. Keine Ahnung. Da haben wir noch einen Schrank. Ja. Wenn man weiß, es aufgeht, ist es ja auch ganz einfach. Ne? Einfach ziehen. Einfach ziehen ist doch gar nicht so schwer. Ja. In der Stufe hat man hier noch eine Klappe. Und hat auf dieser Seite noch eine Schublade. Geil. Sehr schön. Krass. Frauen brauchen Schubladen. Das sollte jeder Wohnmobilhersteller wissen. Kann das viel besser. Wenn man hier drauf drückt, denke ich jetzt mal, dass das so ist, kann man das hier einfahren, die Treppe. Dann kommt man nämlich auch in die Seitenschränke. Bin ich mal gespannt, was sich da. Ah, Auszug. Leica hat's verstanden. Ein sehr durchdachtes Wohnmobil. Schließlich hat man, wenn man dann wirklich mit vier Personen nutzt, auch genügend Kleidung dabei, die verstaut groß werden will. Da unten ist noch eine Klappe. Hier oben mit der Stange zum Rausziehen. Was ist denn da Klappe? Soll ich da mal hin? Warte. Hier hat es ja auch noch Regale. Warte, ich muss ja ein bisschen reinleuchten. So. Ja. Das ist eine Serviceklappe. Ach, das ist ja zum Entlüften der Serviceklappe. Kommt man überall gut ran. Sehr schön. Wir fahren die Trittstufe wieder aus. Darunter befindet sich nämlich noch ein Staufach. Auf der linken Seite gab es nichts. Kann man das Bett? Das habe ich jetzt gerade. Nein, das Bett kann man nicht. Das ist fest. Das sind dann wirklich zwei Einzelbetten. Ja. So. Aber kannst du dich erinnern an unserem LMC, den wir hatten, unseren ersten? Da konnte man das rausfahren, haben wir eigentlich auch nie gemacht. Nee, das haben wir nie gemacht. Weil das einfach so praktischer war, zum aufs Bett gehen. So kannst du besser aussteigen. Ja. Dort hinter befindet sich der Ausgleichsbehälter von der alten Heizung. Man kann sich hier auch einfüllen, wenn man seine Ruhe haben will und vorne noch einer Fernseher guckt. So. So. Und während der Fahrt werden die hier links und rechts einfach befestigt. Mit diesem, sieht nach Leder aus. Ist alles neu, geht noch ein bisschen schwer. Mit den Lederbändern? Ja. Ah ja. Okay. Ja, oder du machst hier einfach die Türe zu, das ist doch viel einfacher, ne? Ja, aber die ist ja nicht. Ja, die kannst du ja dann zu. Ja, die ist nicht ganz so. Wenn jemand, aber, jemand duscht und. Genau. Und dann kann er da hinten zumachen. Kannst du da auch noch zumachen. Kannst dich da hinten zurückziehen. Wenn das möchte. Ach, dann seht ihr hier mal das Hubbett und die Aussparung hier. Die ist dafür gedacht, wenn ihr so runterfahrt. Das dann muss das ja hier dazwischen. Genau. Genau, das Hubbett ist übrigens elektrisch. Braucht dafür auch keinen Schlüssel. Also man drückt hier einfach auf das Knöpfchen und dann geht das Hubbett hier nach oben. Vorsicht, 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 die Sitzbezüge. Ja, vorsichtig. Das geht, das muss da rein. Dafür sind die extra so, damit man das Hubbett runter machen kann.
ohne dass man alles wegnehmen muss. Das ist doch mal durchdacht. Ach so, weiter geht's. Ja. Du musst hier okay. nichts umbauen, nein. Warte, ich guck von oben. Ah! Das ist ein großes Hupet. Die kenne ich. Das ist ein richtig großes Hupet. Ich würde sagen, da können auch locker zwei Erwachsene drauf schlafen. Ja. Und du hast hier oben noch ein Regal, eine Beleuchtung. Leselampe. Ey, das wackelt überhaupt null. Ey, das ist so fest. Nee, dadurch, dass das hier an den Schienen schon geführt ist. Das ist überhaupt keine wackelige Angelegenheit. Absolut nicht. Da ist ja auch so eine Schiene. Dann fahre ich das mal wieder hoch. Den Vorhang wieder rein. So. Sehr schön. Ich schaue gerade, ob hier was dran steht wegen dem Gewicht, aber hier steht nichts. Wie weit es belastbar ist. Aber das dürfte sehr belastbar sein. So. So, dann gehen wir mal raus. Wir hoffen, euch hat die kleine Rubentour gefallen. Wir sagen jetzt noch mal kurz was zum Preis und zum Gesamtgewicht. Hier. Also der Leica ist 7,40 Meter lang, 2,25 Meter breit und 2,96 Meter hoch. Mit dem Basispreis, also mit dem Grundpreis, fängt er hier bei 80.000 Euro an. Beziehungsweise bei Basispreis fängt hier bei 88.000 Euro an. Und von dem Ausstellungsfahrzeug in der Konfiguration liegt man jetzt bei 123.197 Euro. Gut, hier muss man ja natürlich sagen, hier ist schon einiges verbaut. Alte Heizung, Satellitenschüssel und so. Und so weiter und so fort. Also aus der Sitzgruppe kann man hier auch noch ein Bett machen. Von 1,83 auf 80. Das Hubbett ist 1,86 auf 1,39. Also da passen locker zwei Personen drauf. Und das Heckbett ist 2,02 Meter. Das eine ist 2,02 Meter und das andere ist 2,06 Meter. Beide 82 Meter. Beide von 82, genau. Ja, das ist ja okay. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und ja, lasst uns ein Like da, schenkt uns ein Abo oder andersrum. Bis bald. Tschüss. Genau. Ciao.